Wow, wird schon richtig kalt bei uns. Heute geht es um die elektronischen Komponenten meiner CX und wie ich sie denn verbauen werde. Herzlich willkommen nochmal. Also wie angekündigt, heute geht es um die elektronischen Komponenten meiner CX500. Die sollte ich so verbauen oder möchte ich so verbauen, dass sie zum einen nicht mehr sichtbar sind und zum anderen auch so befestigt, dass da nichts passieren kann damit. Um was geht's? Es geht um das Starterrelais, um die Hauptsicherung, um die Batterie, um den Spannungsregler, / Gleichrichter. Die Zündbox, also das CTI bei meiner 81er Honda, bleibt wo sie ist und auch die Zündspulen. Und all das werde ich euch zeigen. Ich habe da ein paar Ideen, wie ich das gerne haben möchte und das schauen wir uns gleich mal an. Habe ich die Komponenten alle ausgebaut aus der CX500. Wir haben hier den Stromregler und Gleichrichter. Wir haben hier das Starterrelais und die Hauptsicherung drauf und hier die Batterie. Ich zeige euch mal, was ich mit der Batterie vorhabe und mit dem Starterrelais. Da gibt es eine ganz super Lösung von Woodgates. Das ist eine Batteriebox, die gleichzeitig eine Halterung hat für das Starterrelais. Ich zeige euch mal, wie das ausschaut, wie das alles reinkommt.
Also, das ist die Box. Hier kommt die Batterie rein. Da gibt es dann auch noch Schaumstoff drumherum, dass da, wenn es recht rüttelt, die Batterie nicht so herumfliegt. Was man hier noch macht, ist, hier kommt der Starterrelais draufgesteckt. Da gibt es zwei so Halterungen. Da kann man das ganz geschickt draufstecken. Und das ganze Spektakel wird dann unterhalb des Motorblocks montiert. Und zwar so. So stelle ich mir das vor mit der Batteriebox unter dem Motorblock, dort wo vorher das Haarstück vom Auspuff war. Da sind die Befestigungslöcher und Schrauben schon vorhanden. Ich muss das Teil nur unten reinschrauben und sitzt. Das heißt, unten wird dann die Batterie sein, der Starterrelais und die Hauptsicherung. Und jetzt fehlt noch der Gleichrichter, Stromregler. Ihr habt ja vorhin gesehen, ich habe ein Blech gefertigt. Zeige ich mal, wie ich mir das dann im Endeffekt vorstelle am Rahmen der CX500. Also, das Blech kommt hier unten rein. Und wird hier verschraubt, das heißt im Rahmen. Wenn man das von der Seite betrachtet, sieht man, das schließt relativ bündig ab, weil hier auch die Sitzbank drauf kommt. Und der Stromregler wird dann unterhalb des Bleches verschraubt, hier drauf. Somit ist der zum einen geschützt, nicht sichtbar und stört auf keinen Fall. Die CDI-Box bzw. die Steuerbox, die bleibt hier, wo sie ist. Das passt ganz gut und auch die Zündspulen werden hier bleiben, wo sie sind. Das heißt, unterm Tank, die stören da auf gar keinen Fall. Und somit ist das Bike schön sauber und clean gebaut, was die elektronischen Komponenten betrifft. So schaut's aus und so werde ich das machen mit den elektronischen Komponenten bei meiner CX500. Es gibt noch ein offenes Thema, was den Stromregler betrifft, der die Batterie natürlich auch auflädt. Bin mir nicht sicher, ob der Original Gleichrichter-Stromregler auch eine Lithium-Ionen-Batterie aufladen kann. Das werde ich sehen. Dazu habe ich schon Shohei angeschrieben, das ist ein Batteriehersteller, und gefragt, ob das funktioniert mit seinen Batterien. Wenn nicht, muss ich mir ein neues Teil kaufen. Da gibt es schon fertige Sachen von Rix Electronics zum Beispiel, die habe ich auch schon angeschrieben. Habe noch nichts zurückbekommen. Sobald ich was höre, gebe ich euch Bescheid, wie ich das machen werde. Mich würde es freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn euch das gefällt, was ich mache, wenn ihr mir ein Like gebt oder wenn ihr Ideen habt, wie man was anders oder besser machen kann. Bitte schreibt mir in den Kommentaren und freue mich aufs nächste Mal. Tschüss, bis bald.